بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، والله wir bitten dich um Aufrichtigkeit in unseren Taten und dass wir dieses Wissen uns aneignen, zu uns nehmen, damit wir Gutes damit machen, damit wir ein Schlüssel für das Gute sind. Ein Schlüssel, dass das Gute öffnet und ein Schlüssel, dass das Schlechte schließt. Amen. Wir sind mit dem Buch Al-Arabiyyatu Bayna Yadayk und sind beim Ad-Dars Al-Sabi' Ashar mit der 17. Lektion in dem Modul Al-Usra der Familie. Al-Qira'a. Und wieder einmal muss ich wieder das hier so drehen, runtergehen. Okay. القراءة التدريب الأول انظر واستمع وقرأ höre oder sehe höre und lies. Ich werde als erstes lesen und dann wirst du Sheikh Yusuf danach lesen. So, Walid, was Vater hieß, Walida, Mutter, Ach, Bruder, أخت, Schwester, ابن, Sohn, ابنة, Tochter, عم, Onkel, von der Vaterseite, عمة, Tante, von der Mutterseite, جد, Opa, جدة, Oma, شجرة, Baum und أسرة, Familie. Jetzt bist du dran. Bismillah. Soll ich auch die deutschen Wörter übersetzen, die arabischen Wörter übersetzen, oder? Muss man nicht, einfach nur lesen. Walid, Walida, Ach, Uch, Ibn, Ibna, Am, Amma, جد جدة شجرة أسرة. Genau. التدريب الثاني صل بين كل كلمتين متطابقتين. متطابق bedeutet gleich. Hast du verstanden, was man eigentlich hier möchte? Was bedeutet صل بين كل كلمتين متطابقتين? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Keine Ahnung. Erkläre. Okay, versuchen wir mal die Wörter so einzeln zu übersetzen. Was heißt صل? صل heißt verbinden. Okay. بين war zwischen. كل ist alles, ne? Alles? Genau. Alles. Kalimatain? Zwei Wörter. Genau, super. Mutatabiqatain, was ich gerade gesagt habe. Die gleichen. Sag mal nochmal bitte. Die gleichen, okay. Okay. Was heißt jetzt der Satz? Also verbindet zwischen zwei Wörtern. Genau, zwischen die gleich sind. Genau, zwischen zwei Wörtern, die gleich sind. Und wir sehen hier, Yusalli zum Beispiel. Ist bei Ta. Das ist eine Aufgabe, die man alleine machen kann. Wir werden aber trotzdem die Wörter übersetzen. Zum Beispiel, was heißt Yusalli? Er betet. Genau. Usra. Familie. Familie. Ibn. Tochter. Genau. Al-Rasul. Der Gesandte oder Prophet? Genau, der Gesandte und der Prophet, Nabi. Okay, da. Yaqra. Yaqra, er liest. Genau, Masjid. Moschee. Moschee. Shajara. Baum. Genau, Al-Quran.
Koran, der Koran. Koran. Musalla. Musalla, das Gebetsplatz. Gebetsplatz. Eben. Also. Genau, super. Und das Verbinden kannst du dann später machen. Dann gehen wir zur nächsten Seite. التدريب الثالث اقرأ ثم ضع علامة خطأ بجانب الكلمة المختلفة في كل مجموعة كما في المثال. So, eigentlich müsstest du jetzt verstanden haben. Wir gucken uns so den Mithal an, damit wir verstehen möchten oder verstehen, was er von uns möchte. Wir haben hier Wahid, Alif, Walida und er hat ihn falsch gemacht. Khata. Ba, Walid. Jim, Walid. Was möchte er von uns? Dass wir die menschlichen Wörter erkennen. Allah Allah, ich weiß nicht. Genau. Er sagt, immer da alle mit Khata, also er legt den X, Bijanib, neben Al-Kalima, Al-Mukhtalifa, neben dem falsch oder den unterschiedlichen Wort oder dem Wort, was unterschiedlich ist. Fi kulli majmu'a, in jeder Gruppe. Majmu'a heißt Gruppe. Und Okay, passt schon. Kama fil Misal heißt wie im Beispiel. Okay. Ich kann mich jetzt so gerade erinnern, als ich zum ersten Mal so in eine arabische Schule reingegangen bin, wo ich noch gar kein Arabisch konnte und nur ein bisschen Englisch. Die haben mir die Fächer, also damit ich weiß, an welchem Tag welche Bücher ich nehmen soll, haben die mir einen Plan gemacht und haben das so ausgemalt und haben in jedem Buch zum Beispiel auch eine Farbe gelegt, damit ich das irgendwie vergleichen kann. So, wir gehen dann zu Isnin. أين الكلمة المختلفة؟ جيم. جيم سعيدة genau. Und das sind alles Namen. سعيد ist ein Name für männlich und سعيدة ist für weiblich. طيب ثلاثة أين الكلمة المختلفة؟ جيم جدة. genau ممتاز. Was heißt جدة؟ جدة أمة. أمة. القوسمة. Genau. وما معنى جد؟ أوبا. Genau. أربعة. أين الكلمة المختلفة؟ ب ابنه. ممتاز. ما معنى ابن؟ زون. زون. وما معنى ابنة؟ تختار. ممتاز. نذهب إلى الأسفل. يمكن أنت. الرابع. اقرأ ثم ضع علامة خطأ بجانب الجملة المختلفة. Davor war كلمة المختلفة. Jetzt ist جملة. Was heißt جملة؟ نشاط الزات. Genau. الزات. Genau, der Satz. في كل مجموعة. In jeder Gruppe. كما في المثال. Wie im Beispiel. واحد. هذا هو المهندس. Das ist der Ingenieur. هذه هي المهندسة. Das ist die Ingenieurin. طيب. اثنان. أين الجملة المختلفة؟ ب تقرأ القرآن. Genau. ما هو الاختلاف؟ Was ist der Unterschied؟ Bei den einen ist er liest den Koran und bei den anderen sie liest den Koran. ممتاز رائع. طيب ثلاثة. أين الجملة المختلفة؟ جيم من أنت؟ من أنت؟ ب من أنت؟ من أنت؟ ممتاز. ما معنى من أنت؟ من أنت؟ ب اسم وبعدين أنغم ب اس ايه نعم أنا ب أنا ب بس تو طيب ب بشفان ب بس تو أنا أنغم بنا. Genau. Man enti, wer bist du? Weiblich. Man enta, wer bist du? Männlich. طيب, رقم أربعة. أين الجملة المختلفة؟
جيم هذا أذان الفجر. فجر Genau. ما معنى هذا أذان الفجر؟ هذا سيست أذان الفجر وما معنى هذا أذان العصر؟ سيست أذان في العصر. ممتاز. من العصر بدأت تنتلش؟ نعم تاك. Okay. Wusstest du, dass eigentlich beim Nachmittagsgebet einen Unterschied gibt? Also es gibt Meinungsunterschiede, wann es anfängt? Nee. Klemmen. Nach Abu Hanife zum Beispiel ist der Nachmittagsgebet oder das Nachmittagsgebet, nachdem jede Sache oder nachdem ein Gegenstand den Schatten doppelt hat, also zweimal. Nach Subhanallah. den anderen Gelehrten, also Abu Yusuf und Muhammad und alle anderen Masai, nach einem Schatten, also wenn eine Sache genau den gleichen Maß hat. Okay, gut zu wissen. Wusste gar nicht. Obwohl, also man denkt, man hat so viel, man hat irgendwie vieles erreicht, aber jedes Mal kommt man mit anderen Sachen irgendwie. Ja, Sogar subhanallah. Wirklich im so. Master. Im Master sogar genauso. Okay, jetzt die letzte Seite, inshallah. At-Tadrib al-Khamis. انظر واستمع واقرأ. Ich lese als erstes. هذا عمه أحمد. هو مهندس. Das ist sein Onkel Ahmed. Er ist Ingenieur. عثمان في المسجد يقرأ القرآن. عثمان ist in der Moschee. يقرأ القرآن. Er liest den Koran. Und hier merken wir auch عثمان. Wir sagen nicht Uthmanun, weil Uthman ist memnu'a min as-sarf. Das hat eine bestimmte Waage, und zwar Fu'alan. Und weil es in diesem Format ist, bekommt er kein Tanwin. Also dieses Un oder In oder En. Okay. هذا أذان الفجر هيا بنا إلى المسجد. Das ist der Adhan. Das Gebetsruf zum Morgengebet oder zur Morgendämmerung, zum Morgengebet. Los geht's, Herr Yabina, ila al-Masjidi, zur Moschee. Fatimatu fil ghurfati tusalli. Fatima ist im Zimmer und betet. Und hier merken wir auch Fatimatu, nicht Fatimatun, weil das weiblich ist. محمود هنا هي مجمع من التنوين بدا في البيت يتوضأ استم هاوس ام وضوء ما هو ام وضوء هذا اخي عمار das ist mein Bruder عمار هو معلم er ist Lehrer. Okay, jetzt bist du dran, Sheikh Yusuf. هذا عمه احمد هو مهندس. This is then uncle. Okay. عثمان في المسجد يقرأ القرآن. رائع. هذا أذان الفجر. هيا بنا إلى المسجد. ممتاز. فاطمة في الغرفة تصلي. رائع. محمود. Das ist an dem Aufwand machen, also mit sagen, wie dumm. Oder Mahmoud reicht. Mahmoudun. Okay. Mahmoudun fil bayti yatawadda'u. Hada akhi Ammar huwa muallimun. Mumtaz. Nadhhabu ila al-asfal. At-tadrib as-sadis. Sil bayna al-jumlatayn al-mutatabiqatayn. Was möchte er von uns? Verbinde zwischen zwei Sätzen die Unterschiede, ne? Oder nein? Unterschiedlich oder Muchtelif? Die gleich sind, die gleich sind. Die gleich sind, genau. Ne? Wer ist unterschiedlich, wer Muchtelif? Das Verbinden könnt ihr danach machen. Wir übersetzen nur. Hada Jaddi. Was heißt das? Das ist mein Opa, mein Großvater. Genau.
هذه والدتي. This is meine Mutter. Genau. هو يصلي. Er betet. نعم. هذا جده. This is sein Großvater. رائع. هي تصلي. Sie betet. ممتاز. Und هذا والدي. Dies ist mein Vater. Genau. Und hier bleiben wir dann inshallah stehen. ربنا عافنا واعف عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.